بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Geschwister und herzlich willkommen zu einem weiteren Vortrag über die Erläuterung der Namen Allah subhanahu wa ta'ala. In diesem Vortrag werden wir inshallah den Namen Al-Mutakabbir, also der Stolze, behandeln. Dieser Name wurde im Koran an einer Stelle erwähnt, und zwar nach dem Namen Al-Jabbar, den wir ja bereits behandelt haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu, al-Maliku al-Quddusu al-Salamu al-Mu'minu al-Muhaiminu al-Azizu al-Jabbaru al-Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Er ist Allah, außerdem es keinen Gott gibt, der König, der Heilige, der Friede, der Gewährer, der Sicherheit, der Wächter, der Überlegene, der Gewalthaber, der Stolze. Preis sei Allah und erhaben ist er über das, was sie ihm beigesinnen. Dieser Name Allah subhanahu wa ta'ala leitet sich ab vom Verb takabbara, also stolz sein, beziehungsweise sich größer machen, also sprachlich gesehen. Dabei hat es den Aufbau mutafa'il, also der Name mutakabbir hat den Aufbau mutafa'il. Das ist eine grammatikalische Angelegenheit. Und durch diesen Aufbau, was ich schon öfters oder bei mehreren Namen erwähnt habe, können wir die Bedeutung ableiten. Also das heißt, durch bestimmte Aufbauformen von Wörtern können wir schon verstehen, welche Bedeutung dieser Name haben muss. Und bezüglich des Wortes Al-Mutafa'il bzw. dieses Aufbaus ist die Bedeutung, dass hier etwas gezeigt wird, was besonders ist. Ja, Al-Imam Razi sagt, Al-Mutafa'il ist jemand, der etwas zeigen möchte und darauf pocht. Sollte er dabei im Recht liegen, dann ist es eine lobenswerte Eigenschaft. Doch wenn es unrechtmäßig ist, dann ist es eine tadelnswerte Eigenschaft. Was heißt das? Das bedeutet, wenn jemand zeigen möchte, wie groß er ist, also wie gut, wie herrlich er ist, wenn er dazu Recht hat, dann ist es lobenswert. Aber wenn er nicht dazu Recht hat, dann ist es nicht lobenswert. Und bei Allah ist es eben lobenswert. Stolz wird im Arabischen Al-Kibriya genannt. Das hatten wir beim letzten Vortrag bei Al-Jabbar, bei diesem Dhikr, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Gebet aufgesagt hat, hatten wir das schon mal erwähnt. Und Ibn Manzur, rahimahullahu ta'ala, sagt, Al-Kibriya bedeutet Großartigkeit, also auf Arabisch Awama, und Herrschaft. Ebenso heißt es, dass damit die Vollkommenheit des Wesens und die vollkommene Existenz gemeint ist. Dabei gilt diese Eigenschaft nur bei Allah als lobenswert. Also Hochmut oder Stolz in diesem Sinne ist nur bei Allah lobenswert. Und das hatten wir ja beim Namen Al-Jabbar auch, dass wir gesagt haben, wenn ein Mensch mit Jabbar bezeichnet wird, dann ist es eine negative Eigenschaft. Ein Mensch darf kein Jabbar sein. Und genauso ist es mit Al-Mutakabbir. Der Mensch soll nicht Mutakabbir sein. Aber Allah ist es. Warum? Weil er der Vollkommene ist. Er verdient es, erhaben zu sein, stolz zu sein, dass er eben besser ist als alle anderen. Warum? Weil Hochmut unter den Menschen bedeutet ja was? Ich denke, ich bin besser als der andere. Dazu habe ich kein Recht. Warum? Weil es gibt immer Situationen, wo der andere besser ist als ich. Und selbst die Punkte,
warum ich denke, weswegen ich denke, dass ich besser bin, selbst die habe ich ja nicht aus meiner eigenen Fähigkeit erhalten, sondern es sind Geschenke Allahs. Also habe ich keinen Grund zur Hochmut. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er besitzt die absolute Vollkommenheit. Das heißt, es gibt keinen Bereich, bei dem Allah unvollkommen wäre. Erhaben ist er. Und er ist nicht abhängig von anderen. Das heißt, diese Vollkommenheit, die Allah innehat und nicht erhalten hat, die Vollkommenheit, die Allah besitzt, hat er nicht von jemandem erhalten. Im Gegensatz zu Menschen. Eine Eigenschaft, die gut ist bei einem, zum Beispiel er ist großzügig, die hat er von Allah erhalten und nicht eigenständig, unabhängig von Allah bekommen oder erreicht. Also das ist nur der Punkt, damit wir verstehen, warum bezeichnet sich Allah als Al-Mutakabbir, eben weil er es verdient, und warum der Mensch nicht Mutakabbir sein darf. Das war jetzt eine kleine Einführung in die arabischen Bedeutungen, und jetzt besprechen wir umso mehr, was es als Eigenschaft oder als Name Allahs bedeutet. Al-Imam al-Khattabi schreibt, Al-Mutakabbir ist derjenige, der über die Eigenschaften der Schöpfung hoch erhaben ist. Ebenso ist damit gemeint, dass er derjenige ist, der über den Tyrannen steht, die ihm seine Gewaltigkeit streitig machen wollen, die er aber bezwingt. Die Bedeutungen dieses Namens, wenn wir uns betrachten, was die Gelehrten dazu gesagt haben, können wir wie folgt auflisten. Also was bedeutet Al-Mutakabbir? Erstens, es ist derjenige, der über alles Schlechte und jedes Unheil hoch erhaben und frei davon ist. Also er besitzt keinen Mangel, er besitzt keinerlei Unvollkommenheit. Die zweite Bedeutung ist, derjenige, der über die Tyrannen und Gewalttätigen hoch erhaben ist, die ihm seine Gewaltigkeit und Großartigkeit streitig machen wollen. Ein Beispiel wäre Pharaon, der gedacht hätte, er sei Gott, beziehungsweise das behauptet hat, und er dachte, er könnte vieles tun, aber am Ende war er doch zu schwach. Die dritte Bedeutung für Al-Mutakabbir lautet, derjenige, der über die Ungerechtigkeit gegenüber seinen Dienern hoch erhaben ist, sodass er niemanden Unrecht zufügt. Also Allah ist viel nobler, viel herrlicher, viel majestätischer, als dass er Unrecht zufügt. Und das bedeutet auch Mutakabbir. Also er ist viel größer, als dass er diese schlechten Eigenschaften besitzt. Eine weitere Bedeutung lautet, Al-Mutakabbir ist derjenige, der über die Eigenschaften seiner Schöpfung hoch erhaben ist, sodass ihm niemand gleicht. Also Allah Azza wa Jal besitzt nicht diese Eigenschaften, die ein Mensch besitzt. Und deswegen erwähnt Allah Azza wa Jal sehr oft diesen Aspekt im Koran, dass niemand ihm gleicht, niemand so ist wie er, dass er nicht diese Eigenschaft hat, er schläft nicht und ihm überkommt auch kein Schlummer und er vergisst nicht, subhanahu wa ta'ala, was aber Eigenschaften der Geschöpfe ist. Und eine weitere Bedeutung von Al-Mutakabbir ist, der Größte und Gewaltigste, sodass alles andere klein und unbedeutend ist. Also das sind mehrere Definitionen der Gelehrten. Also jeder hat versucht, diesen Namen zu umschreiben, zu erklären. Was wir als gemeinsamen Nenner hier ableiten können, ist, Allah steht über allem. Ob es die Unvollkommenheit, Allah ist erhabener, als dass er unvollkommen ist. Ob es die Eigenschaften der Menschen ist, Allah ist erhabener und größer, als dass er diese Eigenschaften besäße, und zwar die der Menschen.
Und er ist erhabener und größer als jeder Tyrann. Er besiegt jeden. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala steht über allem. Er ist größer als alles andere. Und das bedeutet Mutakabbir. Also er ist der Große, Großartige. Und dies führt dazu, dass er eben der Stolze ist, subhanahu wa ta'ala. Und das ist natürlich etwas, was er verdient, Jalla Jalalu. Der Stolz Allahs wird auch in folgendem heiligen Hadith erwähnt. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass Allah sagt, Al-Izzu Izari wal-Kibriya'u Rida'i, faman naza'ani minhuma shay'an azzabtuh. Die Überlegenheit ist mein Untergewand und die Oberhoheit ist mein Obergewand. Wer mir etwas davon streitig macht, den werde ich bestrafen. Natürlich dürfen wir jetzt nicht denken, Allah subhanahu wa ta'ala ist abhängig von Kleidung oder sowas, sondern das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala besitzt diese Eigenschaften und die darf ihm niemand entreißen, die kann niemand ihm wegnehmen. Ja, keiner wird an die Gewaltigkeit Allah subhanahu wa ta'ala gelangen, sogar nicht mal sich nähern können. Und wir haben diesen Dhikr des Propheten sallallahu alaihi wasallam schon erwähnt. Subhana dhil jabaruti wal malakut wal kibriya wal azama. Also gepriesen sei der Besitzer der großartigen Macht, Herrschaft, Oberhoheit und Gewaltigkeit. Im Koran weist Allah an mehreren Stellen darauf hin, dass kein Schöpf das Recht besitzt, stolz, also im Sinne von hochmütig zu sein. Stolz im Deutschen hat mehrere Bedeutungen. Das heißt, zum einen eben Hochmut, angeben, ja, und das ist nicht gut, also das ist negativ. Aber stolz auf etwas sein im Sinne von, ich bin froh, ja, du bist stolz, ein stolzer Muslim, das heißt, ich bin froh, Muslim zu sein, das ist natürlich erlaubt. Aber du darfst nicht denken, du bist besser als andere. Das wäre der falsche Stolz. Das wäre dann Überheblichkeit. Also erwähnt Allah Azza wa Jal im Koran unterschiedliche Ausdrücke, die sich um dieses Thema drehen. Im Koran finden wir den Ausdruck Al-Kibr. Wir finden den Ausdruck At-Takabbur. Wir finden den Ausdruck Al-Istikbar und Al-Kibriya. Kibriya hatten wir bereits erwähnt in dem Dhikr des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder auch im heiligen Hadith. Al-Imam al-Raghib al-Asfahani schreibt zu diesen Begriffen und Al-Imam al-Raghib al-Asfahani hat ein Werk geschrieben, wo er eben den Wortschatz des Korans erläutert, also die Ausdrücke im Koran. Und er sagt jetzt zu diesen Begriffen: Al-Kibr, Al-Takabbur und Al-Istikbar haben ähnliche Bedeutungen. So meint Al-Kibr den Zustand des Menschen, wenn er sich bewundert, also selbst gefällt. Wenn er sich bewundert, sodass er sich für größer erachtet als andere. Die größte Form ist der Hochmut gegenüber Allah. Also, dass du denkst, du brauchst Allah nicht. Du bist so groß, dass du unabhängig wärst von Allah. Möge Allah uns davor bewahren vor dieser Einstellung. Also, indem man sich weigert, die Wahrheit anzunehmen und ihm zu dienen. Also, das ist Al-Kibr. Hochmut im Sinne von was? Sich bewundern, sich als groß erachten oder ansehen, als etwas Wichtiges. Al-Istikbar wird in zweierlei Hinsicht verwendet. Zum einen das Verlangen danach, groß zu sein. Al-Istikbar bedeutet, man hat ein Verlangen danach, etwas Besonderes zu sein. Auf der anderen Seite ist damit gemeint, etwas vorzugeben, was man nicht ist. Und diese Art wird getadelt und genau diese Art ist im Koran gemeint, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt über Iblis, Aba wastakbara.
Er weigerte sich und verhielt sich hochmütig. Also als Allah subhanahu wa ta'ala ihm befohlen hat, sich niederzuwerfen vor Adam a.s. Er weigerte sich und er verhielt sich hochmütig. Also er dachte, er wär's. Er wollte etwas sein, was er nicht ist. Er wollte mehr Bestätigung bekommen, obwohl er es nicht verdient. Und das ist Istikbar. Und Allah Azza wa Jal sagt, أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ إِسْتَكْبَرْتُمْ. War es nicht so, dass jedes Mal, wenn euch ein Gesandter etwas überbrachte, was euren Neigungen nicht entsprach, ihr euch hochmütig verhielt? Also hier verwendet Allah Azza wa Jal auch dieses Verb istakbara. Und Allah Azza wa Jal sagt, وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا. Und gedenke daran, wenn sie dereinst im Höllenfeuer miteinander streiten. Also die Höllenbewohner, möge Allah uns vor der Hölle bewahren. Wenn sie dann streiten, ja, ihr wart schuld, ihr habt uns doch gesagt, macht dies oder macht dies nicht und so weiter. Dann sagen die Schwachen zu denjenigen, die sich hochmütig verhielten. Hier sagt Al-Imam al-Raghib al-Asfahani, also er zählt das hier alles auf, ja, also diese Bedeutungen, wie Allah Azza wa Jal diese Wörter benutzt. Er sagt, hier stellt er die Hochmütigen den Schwachen gegenüber. Also es gibt zwei Sorten von Menschen in der Hölle, möge Allah uns davor bewahren. Die Hochmütigen und die Schwachen. Er sagt, hier stellt Allah Azza wa Jal die Hochmütigen den Schwachen gegenüber, um darauf hinzuweisen, dass ihre Hochmut auf ihre körperliche und finanzielle Stärke zurückzuführen ist. Also das ist eine Ableitung, die besonders ist. Also der Imam sagt, warum erwähnt Allah Azza wa Jal hier diesen Aspekt? Es gibt die Hochmütigen, Hochmut im Sinne von was? Sie wollen nicht an Allah glauben. Und es gibt die Schwachen. Warum hat Allah die anderen als schwach bezeichnet? Um darauf hinzuweisen, dass die anderen stark waren und deswegen dachten, dass sie Allah nicht brauchen und deswegen nicht an Allah geglaubt haben. Also sie waren stark finanziell oder körperlich und deswegen dachten sie, wir können alles erreichen, was wir wollen. Wir sind nicht abhängig von Allah, ich brauche Allah nicht. Und hier, liebe Geschwister, dürfen wir nochmal solche Ayat nicht einfach lesen und denken, ja, der Adressat, das bin nicht ich. Sondern wie oft denkst du, okay, ich brauche ja nicht zu beten. Ich muss ja jetzt nicht meine Pflicht machen. Ich habe es nicht nötig, mir geht's gut. Ich habe noch nie Probleme. Und so weiter und so fort. Das heißt, es muss nicht erst ein Akt sein, der gar nichts mehr mit dem Islam zu tun hat, sondern auch die Sünden, wobei man ein Muslim ist, können aufgrund dieser Hochmut sein. Hochmut im Sinne von, ich brauche Allah nicht. Das merkt man wann? Sobald die Prüfung kommt, ja, ein Schicksalsschlag oder etwas Ähnliches, dann sucht man die Nähe zu Allah. Hat Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen geheilt, ihm Wohlstand gegeben, ihn in Sicherheit gebracht und so weiter und so fort? Dann wird man träge und lässt nach. Warum? Weil man das Gefühl hat, gut, ich brauche ihn nicht. Nicht jeder, der träge wird, hat dieses Gefühl. Ich sage nur, es gibt leider einige, die dann denken, okay, ich brauche Allah nicht, möge Allah uns davor bewahren. Und deswegen beten sie nicht und deswegen wollen sie sich nicht an die Gebote Allahs halten. Al-Imam Raghib al-Asfahani sagt jetzt weiter, an anderer Stelle sagt Allah, قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا. Die führende Schar, die sich hochmütig verhielt. Also es geht jetzt nochmal um die, die nicht an Allah geglaubt haben. Allah bezeichnet sie damit, dass sie hochmütig waren, ja, überheblich waren. Sie waren sich zu stolz, als dass sie Allah subhanahu wa ta'ala anbeten. Die führende Schar, die sich hochmütig verhielt,
aus seinem Volk, sagte zu denjenigen, die unterdrückt waren. Also hier haben wir welche zwei Parteien? Einmal die Hochmütigen, wie in der anderen Ayah, und auf der anderen Seite die Unterdrückten. In der anderen Ayah erwähnte Allah wer oder wen? Die Schwachen. Und hier erwähnt Allah die Unterdrückten. Er sagt nun, der Imam, in dieser Ayah stellt Allah die Hochmütigen den Unterdrückten gegenüber. Und er sagt, فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. Aber sie verhielten sich hochmütig und waren ein Volk von Übeltätern. Mit der Aussage, sie verhielten sich hochmütig, weist er auf ihre Überheblichkeit und Selbstgefälligkeit hin, sodass sie sich zu stolz fühlten, als dass sie ihm zugehört hätten, also dem Propheten. Und mit dem Ausdruck, und sie waren ein Volk von Übeltätern, erklärt Allah, dass der Anlass dafür ihre vorausgegangenen Verbrechen waren. Also sie waren Menschen, die schlecht zu den Leuten waren und deswegen dachten sie, wir können ja jeden besiegen. Ja, wir erreichen sowieso alles mit unserer Kraft und unserer Macht. Also brauchen wir Allah nicht. Möge Allah uns vor solch einer Einstellung bewahren. So handelte es sich nicht um eine einmalige Angelegenheit, sondern gehörte zu ihrer Eigenart. Ja, das war ein Charakterzug bei denen, diese Überheblichkeit. Des Weiteren sagt Allah, إِلَهُكُمْ إِلَهُمْ وَاحِدْ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةِ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. Diejenigen aber, die nicht an das Jenseits glauben, deren Herzen weisen es ab und verhalten sich hochmütig. Und danach sagt Allah, إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ. Gewiss, er liebt nicht die Hochmütigen. Also das erzählt oder erwähnte jetzt Imam Raghib al-Asfahani rahimahullah bezüglich des Ausdrucks istikbar oder istakbara, also dieses Verb. Dann sagt er, at-takabbur hingegen meint zwei Dinge. Erstens, dass die guten Taten zahlreich sind und die Taten anderer überwiegen. Also die Taten sind größer als die anderen, also sie sind mehr. Sie sind besser als die anderen. Dementsprechend wird Allah als Al-Mutakabbir bezeichnet. Er sagt, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, in der Ayah, die ich schon vorhin erwähnt habe. Das heißt, er ist derjenige, dessen vollkommenen Taten viel gewaltiger sind als die Taten der Menschen oder anderer Geschöpfe. Und zweitens, dass man sich verstellt. Und dies ist die Bedeutung bei den Menschen. Wie zum Beispiel in der Aussage, قِيلَ دُخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. Schlimm ist der Aufenthaltsort der Hochmütigen. Also es wurde ihnen gesagt, tretet ein durch die Tore der Hölle für ewig und schlimm ist der Aufenthaltsort der Hochmütigen. Und Allah Azza wa Jalla sagt, كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ. So versiegelt Allah das Herz eines jeden Hochmütigen und Gewalttätigen. Also hier haben wir die Kombination beider Eigenschaften, die bei Allah Vollkommenheit ausdrücken und beim Menschen ein Makel, etwas Schlechtes. Hochmut, Mutakabbir und gewalttätig, Jabbar. Wer als Al-Mutakabbir nach der ersten Bedeutung bezeichnet wird, der wird dafür gelobt. Was war die erste Bedeutung? Also, dass die guten Taten überwiegen. Doch wer gemäß der zweiten Bedeutung damit beschrieben wird, der wird dafür getadelt. Und ein Beleg dafür, dass auch Menschen damit bezeichnet werden können, ohne getadelt zu werden, ist die Aussage Allahs, سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Ich werde von meinen Zeichen diejenigen abwenden, die auf der Erde ohne Recht hochmütig sind. Und hier sagt er, weil Allah Azza wa Jalla sagt, ohne Recht, muss es also mit Recht geben. So legt er fest, dass es unrechtmäßig Hochmütige gibt
Und in der anderen Ayah, wo es heißt, das Herz eines jeden, also so wie in dieser Ayah, das Herz eines jeden Hochmütigen und Gewalttätigen, bezieht er den Hochmut auf das Herz. Und nach der Lesart mit Tenuin, also mit der doppelten Vokalisation, ist der Hochmut eine Eigenschaft des Herzens. Also das hochmütige und gewalttätige Herz. Also es gibt zwei Lesarten. Die eine Lesart bedeutet, das Herz eines Hochmütigen und Gewalttätigen, also ein Mensch besitzt ein hochmütiges Herz, beziehungsweise ein Mensch ist hochmütig, und die andere Lesart bedeutet, nicht der Mensch ist hochmütig, sondern sein Herz ist hochmütig. Das hochmütige und gewalttätige Herz. Natürlich am Ende, jeder Mensch, der hochmütig ist, wird nur so sein, weil er diese Krankheit im Herzen besitzt. Und auf der anderen Seite, jeder Mensch, der die Krankheit im Herzen besitzt, wird am Ende auch dieses Verhalten haben. Möge Allah uns davor bewahren. Der andere Begriff, Al-Kibriya, Oberhoheit oder Herrlichkeit, meint, darüber zu stehen. Also jemanden, also unabhängig zu sein. Also er muss niemandem gehorchen. Und dies gebührt keinem anderen außer Allah Azza wa Jalla. Allah sagt: "Walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwa al azizul hakim." Ihm gehört die Oberhoheit in den Himmeln und auf der Erde, und er ist der Allmächtige und Allweise. Nun, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, also das waren jetzt einige Begriffe im Koran und wie sie benutzt werden bezüglich dieses Verbs hochmütig sein oder stolz sein. Kommen wir nun zum Al-Kibr, also Hochmut beim Menschen, das, was ein Mensch eben unterlassen soll. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam erklärte uns, was Kibr ist, also was Hochmut ist. Er sagte: Al-Kibr batarul haq wa ghamtun nas. Überheblichkeit ist die Ablehnung der Wahrheit und die Verachtung der Menschen. Also sagt Rasul alayhi salatu wassalam, dass Al-Kibr sich auf zwei Arten zeigt. Kibr, du nimmst die Wahrheit nicht an. Du bist dir zu stolz, die Wahrheit anzunehmen. Und eine andere Form des Kibr ist die Verachtung von Menschen, dass du denkst, du bist besser als die anderen. Diese beiden Formen des Kibr muss ein Mensch unterlassen. Al-Zubaydi schreibt, Al-Kibr, Überheblichkeit, ist ein Zustand, bei dem der Mensch sich selbst gefällt und sich als größer ansieht als andere. Im eben erwähnten Hadith warnte der Prophet sallallahu alaihi wasallam vor den Auswirkungen der Überheblichkeit. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Niemand gelangt ins Paradies, der auch nur ein Staubkorn an Überheblichkeit im Herzen besitzt. Da sagte ein Mann: Man möchte ein schönes Kleid und schöne Schuhe haben. Darauf antwortete der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Allah ist der Schöne und liebt die Schönheit. Überheblichkeit ist die Ablehnung der Wahrheit und die Verachtung der Menschen. Al-Imam al-Nawawi, rahimahullah, erläuterte diesen Hadith. Er sagte, bezüglich der Deutung gibt es hier zwei Ansichten, also der Deutung dieses Hadiths. Er zitiert jetzt Al-Imam al-Khattabi, rahimahullah. Erstens, dass hiermit die Überheblichkeit in der Ablehnung des Glaubens gemeint ist. Also man ist sich zu stolz, um zu glauben. So jemand wird nicht ins Paradies eintreten, wenn er in diesem Zustand sterben sollte. Zweitens, dass im Herzen keine Überheblichkeit vorhanden sein wird, wenn er ins Paradies eintritt, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلْ. Und wir nehmen weg, was in ihren Brüsten an Groll ist. Also, wenn sie ins Paradies eintreten, empfindet kein Mensch mehr irgendwelche schlechten Eigenschaften wie Neid oder
Hochmut und, oder Hass oder andere Eigenschaften. Allerdings sind diese beiden Deutungen nicht treffend, denn dieser Hadith wurde im Kontext der bekannten Überheblichkeit erwähnt, nämlich der Überheblichkeit gegenüber den Menschen, ihre Verachtung und die Ablehnung der Wahrheit. Daher ist es nicht angebracht, dass die Deutung sich von diesem Kontext entfernt. Vielmehr ist die Ansicht zu bevorzugen, die bereits Al-Qadi Iyad, auch ein Gelehrter, und andere vertraten, nämlich, dass man nicht ohne Vergeltung ins Paradies eintreten wird. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ja, wer auch nur ein Staubkorn an Hochmut besitzt, wird nicht ins Paradies eintreten. Ja, was heißt das jetzt? Das erläutert ja Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Er sagt, derjenige, der Kibr besitzt, also Hochmut besitzt, der kommt nicht ins Paradies. Das bedeutet, er hatte so viel Kibr, dass er gar nicht an Allah geglaubt hat. Deswegen kommt er nicht ins Paradies. Die zweite Deutung lautet, nein, er hat zwar Hochmut gehabt, aber an Allah geglaubt, aber sobald er ins Paradies eintritt, wird er keine Hochmut mehr haben. Das ist die zweite Deutung. Er sagt, beides ist wohl nicht zutreffend. Sondern was ist die dritte Bedeutung? Dass es nicht nur um die Hochmut gegenüber Allah geht, sondern auch gegenüber den Menschen. Also niemand kommt ins Paradies, wenn er Menschen verachtet, wenn er denkt, dass er besser ist als die anderen. Das ist die Ansicht von Al-Qadi Iyad, die Imam An-Nawawi hier bevorzugt. Nämlich, dass man nicht ohne Vergeltung ins Paradies eintreten wird. Es ist aber möglich, dass er ihm, also dem Diener, dass Allah dem Diener großzügig ist und ihn nicht bestraft. Also bei jeder Sünde kann es ja sein, dass Allah entweder einen bestraft oder Allah Azza wa Jal ihm vergibt. Schließlich werden alle, die den Tawhid einhalten, also die Bestätigung der Einzigkeit Allahs, ins Paradies gelangen, ob zu Beginn, also ohne vorherige Strafe, oder erst später, nachdem einige unter ihnen die großen Sünden begingen und darauf beharrten, bestraft werden. Ebenso wurde gesagt, dass damit gemeint ist, dass sie nicht zu Beginn zusammen mit den Gottesfürchtigen eintreten werden. Also er zitiert jetzt oder erwähnt jetzt noch eine Ansicht, was bedeutet, wer einen Staubkorn an Hochmut besitzt, gelangt nicht ins Paradies. Was heißt das? Eine vierte Ansicht besagt, sie werden also nicht zu den Ersten gehören, die ins Paradies eintreten. Warum gibt es diese unterschiedlichen Ansichten? Weil wir ja wissen, als Muslim kommst du ins Paradies, auch wenn du Sünden hast. Das heißt, wenn ein Muslim sündigt und Allah ihm nicht vergeben sollte, möge Allah all unsere Sünden vergeben und die schlechten Taten in guten Taten umwandeln. Wenn ein Muslim sündigt, dann gibt es folgende Möglichkeiten. Entweder Allah vergibt ihm und man kommt ins Paradies, möge Allah uns dazu zählen. Oder Allah vergibt ihm nicht und man kommt in die Hölle, möge Allah uns davor bewahren. Aber danach kommt man wieder hinaus, weil man an Allah geglaubt hat. So, und was heißt jetzt, dass jemand, der mit einem Staubkorn an Hochmut nicht ins Paradies gelangt? Die vierte Ansicht besagt also, man kommt nicht direkt ins Paradies, also nicht mit den Gottesfürchtigen, die zu Beginn sofort ins Paradies eintreten werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Eintritt ins Paradies ohne vorherige Strafe und ohne vorherige Abrechnung gewähren. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte auch, soll ich euch nicht über die Paradiesbewohner berichten? Es ist jeder Schwache und Demütige. Würde er auf Allah schwören, dann würde er es ihm gewähren. Und soll ich euch nicht über die Höllenbewohner berichten? Es ist jeder Streitsüchtige, Schroffe und Überhebliche. Und hier sehen wir, das sind alles Charakterzüge. Also Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam erklärt, wer ins Paradies kommt, und er erklärt, wer in die Hölle kommt. Derjenige, der hochmütig ist, der hart gegenüber seinen
Geschwistern ist, der mit den Menschen schlecht umgeht, der ist ein Kandidat für die Hölle, möge Allah uns davor bewahren. Aber der Sanfte, der Demütige, dieser Begriff im Arabischen, Ba'if Mutada'if. Mutada'if hat die Bedeutung, er macht sich schwach. Es bedeutet, er ist wohlhabend, hat alles, hat Connections, kann erreichen, was er will, aber er lebt ganz bescheiden, ja, ganz demütig. Er pocht nicht darauf, ja, dass ich habe so und so viel, ich habe dies erreicht, weißt du überhaupt, mit wem du hier redest und so weiter. Nein, sondern alles klar, okay. Obwohl er alles macht oder obwohl er alles besitzt, dass er überheblich sein könnte, aber er macht es nicht. Ja. Er lebt als demütiger Mensch, als bescheidener Mensch. Das sind die Paradiesbewohner. Möge Allah uns unseren Charakter verbessern. Der Name Al-Mutakabbir wurde mit dem Namen Al-Jabbar erwähnt, wie wir schon gesehen haben, also in der Ayah Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, der Überlegene, der Gewalthaber und der Stolze. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah schreibt hierzu: Der Name Al-Jabbar wird zusammen mit dem Namen Al-Aziz und Al-Mutakabbir erwähnt und dabei beinhaltet jeder dieser drei Namen die Bedeutung der beiden anderen. Also das ist sehr interessant. Ibn Qayyim rahimahullah sagt, Al-Aziz bedeutet Al-Jabbar und Al-Mutakabbir. Al-Jabbar bedeutet Al-Aziz und Al-Mutakabbir. Und Al-Mutakabbir bedeutet Al-Aziz und Al-Jabbar. Also jeder Name hat implizit die Bedeutung beider anderen Namen. Ja, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir deuten alle auf die Gewaltigkeit, auf die Hoheit Allah subhanahu wa ta'ala. Dies gleicht den drei Namen in der anderen Aya, sagt Ibn Qayyim. Huwa Allah al-Khaliq al-Bari al-Musawwir. Er ist Allah der Schöpfer, der Erschaffer, der Gestalter. Also alle drei Namen weisen darauf hin, dass er erschafft, dass er der Schöpfer ist, subhanahu wa ta'ala. Da sagt er weiter, so stellen die beiden Namen Al-Jabbar und Al-Mutakabbir eine Erläuterung des Namens Al-Aziz dar, sowie die Namen Al-Bari also, und Al-Musawwir den Namen Al-Khaliq näher beschreiben. Der Name Al-Jabbar ist auf die Macht, die Überlegenheit und die Herrschaft zurückzuführen. Und daher gehört er zu den schönsten Namen Allahs. Im Gegensatz dazu stellt die Bezeichnung des Geschöpfs als Jabbar etwas Tadelnswertes und einen Mangel dar, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagte, so versiegelt Allah das Herz eines jeden Hochmütigen und Gewalttätigen. Ende des Zitats von Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Das heißt, dieser Name, Al-Mutakabbir subhanahu, führt dazu, dass wir Allah azza wa jal hochachten, dass wir ihn respektieren. Und eines der wichtigsten Eigenschaften ist, dass wir nicht hochmütig sind. Wie erreicht ein Mensch diese Stufe, dass man demütig ist? Also das Gegenteil von Hochmut, dass wir wissen, dass das, womit ich angebe, eine Gabe Allahs ist, ein Geschenk Allahs ist. Du gibst an mit Geld, das hast du von Allah. Du gibst an mit Wissen, das hast du von Allah. Du gibst an mit Stärke, das hast du von Allah. Und so wie es Allah dir gegeben hat, kann es dir wieder wegnehmen. Und daher muss jeder Mensch sich davor hüten, zu denken, er sei besser als die anderen Menschen. Und damit sind wir am Ende bei der Erläuterung dieses Namens. Wa sallallahumma wa sallim. وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.